Zwei weitere Wackelkandidaten, Markus Ulbich und Jürgen Martens, verantworten die Ressorts für Inneres und Justiz. Ersterer trägt die politische Verantwortung für die desolate Polizeistrategie im Zusammenhang mit den Demonstrationen im Umfeld des 13. Februar in Dresden und auch für die Beantragung der massenhaften Ausspähung von Handydaten Zehntausender Bürgerinnen und Bürger und auch im Übrigen für die sogenannte Extremismusklausel, die Bürgerinitiativen und Vereine zwangsweise unterzeichnen müssen, wenn sie Fördermittel des Landes in Anspruch nehmen wollen. Der Justizminister wiederum hat all das vergessen, was er noch als Oppositionspolitiker vehement einforderte. Er unterstützt nicht zivilgesellschaftliches Engagement, sondern lässt die ihm unterstellte Staatsanwaltschaft gewähren, wenn sie gegen Menschen vorgeht, die sich Nazi-Aufmärschen friedlich in den Weg stellen. Ganz nebenbei hat Herr Martens auch noch die Federführung für die sogenannte Staatsmodernisierung und das grandiose Standortegesetz, das im Kern nichts anderes als ein Behördenroulette ist. Aufbaubank von Dresden nach Leipzig, Rechnungshof von Leipzig nach Döbeln, Gerichtssitz von A nach B, Finanzamt von C nach D und Polizeirevier von D nach nirgendwo. Ich warte nur noch auf den Vorschlag, liebe Genossinnen und Genossen, dass der Sächsische Landtag seinen Sitz auf die Festung Königstein verlegt. Dort wäre man. Dort wäre man dann allerdings zumindest vor Übergriffen unzufriedener Bürgerinnen und Bürger einigermaßen sicher. Wir haben mit Christine Klaus eine Sozialministerin, die vor den Realitäten im Land die Augen verschließt und weder die drohende Altersarmut noch den absehbaren Pflegenotstand zur Kenntnis nimmt und dass der Verbraucherschutz und dass die Gleichstellung auch zu ihrem Ministerium gehören, hat die Amtsinhaberin offenbar bis heute nicht begriffen. Wir haben einen Kultusminister namens Roland Wöller, der einen Professorentitel trägt, obwohl der begründete Verdacht besteht, dass schon seine Doktorarbeit in weiten Teilen ein Plagiat war. Auch fachlich hapert es mächtig, wenn ich beispielsweise an den mehrfach angesprochenen Lehrermangel denke. Und was hat das Kabinett Tillich sonst noch so zu bieten? Ein Finanzminister, der ohne Gegenwehr Milliarden für die Folgekosten der von der CDU ruinierten Landesbank einplant, aber nicht bereit ist, die politisch Verantwortlichen endlich zur Rechenschaft zu ziehen. Wir haben eine Wissenschaftsministerin, die zwar durchaus einige vernünftige Vorstellungen hat, aber dafür in der eigenen Regierungskoalition keinen Rückhalt besitzt. Wir haben einen Minister für Umwelt und Landwirtschaft, der sich weder für die Landwirte stark macht, noch die Umweltschützer unterstützt und bei der Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen um Jahre im Rückstand ist. Und nicht zu vergessen, wir haben einen Minister in der Staatskanzlei, der zwar zur Rückendeckung für den MP als Mann fürs Grobe eingestellt wurde, sich inzwischen mit allen Kabinettsmitgliedern überworfen hat und am Ende selbst im strukturell CDU-dominierten MDR-Rundfunkrat für den von ihm favorisierten Kandidaten für das Amt des Intendanten nicht mal ein Drittel der Stimmen zusammenbekam. Und ich sage hier, wenn die CDU selbst im MDR nicht mehr schalten und walten kann, wie sie will, dann halte ich das für ein positives Zeichen. Ach ja, und dann gibt es ja noch einen Regierungssprecher im gesetzten Alter von 64 Jahren, dem man einfach mal so eine Weiterbildung zukommen lässt, die fast doppelt so viel gekostet hat, wie der Durchschnittssachse im Jahr verdient. All das, liebe Genossinnen und Genossen, bringt mich zu der Feststellung, noch nie seit 1990 wurde Sachsen so schlecht regiert wie heute. Wir hatten natürlich auch Kritik an den Regierungen unter Kurt Biedenkopf und Georg Milbrath. Aber das, was wir jetzt erleben müssen, ist der absolute Gipfel in negativer Hinsicht. Ich sage, das haben die Menschen in Sachsen nicht verdient. Nein, es steht wahrlich nicht gut um unser Land. Und wir bräuchten in der Tat dringend einen politischen Wechsel. Aber die nächsten Wahlen zum Bundestag und zum Landtag finden eben erst in knapp 2 bzw. 3 Jahren statt. Wir haben im Laufe von 2 Jahrzehnten Arbeit als Opposition in Sachsen die schmerzhafte Erfahrung machen müssen,
dass die überzeugende Darstellung der Schwäche der Regierung nicht auf direktem Weg zur Stärkung einer überzeugenden Alternative zur CDU führt. Der CDU ist es gelungen, man muss das schlicht zur Kenntnis nehmen, den Sachsenstolz mit der Sächsischen Union zu einer schier unverbrüchlichen Einheit zusammenzuschmieden. Das ist im Wesentlichen das Erbe von Kurt Biedenkopf. Und daran hat der Verlust der absoluten Mehrheiten im Jahr 2004 leider nicht allzu viel geändert. Seither gilt scheinbar, die Koalitionspartner der CDU kommen und gehen, allein die schwarze Mehrheit bleibt bestehen. Bereits 1990 und seither bei allen Umfragen wünschten sich die Menschen im Freistaat eigentlich keine allein regierende CDU, wohl aber eine von der CDU geführte Regierung. Es hat dann anderthalb Jahrzehnte gedauert, bis das Wählervotum dem Wählerwillen entsprach. Aber 7 Jahre danach pendelt die CDU immer noch bei um die 40%. Und nach Lage der Dinge, und das ist der Punkt, über den wir hier auch sprechen müssen, nach Lage der Dinge kann sie in Sachsen wohl nur mit der vereinten Kraft dreier Parteien von der Macht verdrängt werden. Wenn man da ist, wo viele Menschen sind, zum Beispiel beim Tag der Sachsen, ist als roter Faden der meisten Gespräche zu spüren, dass von der CDU kaum noch jemand wirklich etwas Positives für das Land erwartet. Das weiß auch Herr Tillich. Und deshalb ist der MP, der sich ja von Anfang an höchst ungern zu wichtigen Themen geäußert hat, dazu übergegangen, mehr oder weniger gar nichts zu sagen. Bei ihm ist Schweigen zum Programm geworden. Vor dem Hintergrund manch merkwürdiger Debatten der letzten Monate innerhalb unserer Bundespartei mag es ja sein, dass Schweigen tatsächlich manchmal Gold wert ist. Aber in der Politik und wer Politik machen will, muss auch zum öffentlichen Gespräch über öffentliche Angelegenheiten bereit sein. Das aber ist die CDU unter Herrn Tillich schon lange nicht mehr. Sie ist diskussionsunwillig, unduldsam gegenüber konkurrierenden Meinungen. Die sächsische CDU setzt nicht auf Diskurs, sondern auf Repression. Und die zu Recht bundesweit in Verruf geratene sächsische Demokratie, auf die ich dann noch kurz zu sprechen komme, ist das dubiose Markenzeichen der Sächsischen Union. Es ist eine bittere Ironie der Geschichte, dass sich gerade hier bei uns, dem Bundesland, in dem die friedliche Revolution ihren Ausgang nahm, eine neue autoritäre Staatspartei etabliert hat. Und im Vergleich zur sächsischen CDU ist die bayerische CSU ja gerade eine mustergültige Demokratin. Im Unterschied zu Herrn Tillich spricht Herr Seehofer wenigstens. Ein Vergleich zwischen bayerischer und sächsischer FDP kann ich mir angesichts des unterirdischen Zustandes der Zastro-Liberalen ersparen. Die hiesige FDP läuft außerhalb jeglicher Konkurrenz. Und dass Herr Zastro nun versucht, den Sachsen-Haider zu mimen, ist eine politische Verzweiflungstat, die sich selbst kommentiert. Liebe Genossinnen und Genossen, die Ablösung der CDU ist überfällig, aber sie wird 2014 nur dann gelingen, wenn die Linke mehr als die Hälfte zu einer neuen Mehrheit beiträgt. Und wenn wir in der Sache streitbar, im Umgang aber pfleglich mit unseren potenziellen Partnerinnen und Partnern umgehen. Ich werde hier natürlich kein Gelübde ablegen, immer lieb zu Frau Hermenau zu sein. Das fällt auch manchmal schwer. Aber ich verspreche euch, dass wir auch weiterhin in der Opposition keine Opposition zu anderen demokratischen Oppositionsfraktionen betreiben, sondern den gemeinsamen Angriff auf Schwarz-Gelb in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Und bei allen